Moin Leute, der International Champions Cup ist ja gerade am Rollen und mir wurde vorgeschlagen, dass ich da vielleicht auch mal die ein oder andere Prognose machen könnte. Und ja, das habe ich jetzt gemacht für ein paar Partien. Ich weiß nicht, wie das zukünftig aussieht, je nachdem auch, wie das in gewisser Weise ankommt und wie meine Zeit das Ganze zulässt. Naja, viel Spaß, tippt in den Kommentaren gerne mit. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Ansonsten ja, es ist nichts mehr als eine Prognose und ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator. Bedenkt das immer dabei, wenn ihr diese Videos schaut. Naja, jetzt viel Spaß mit Juve gegen Bayern. Los geht's. Der International Champions Cup in Philadelphia wurde weitergetragen, beziehungsweise heute war es mal Philadelphia, denn es war ja weit und breit verteilt, dieses Turnier. Cristiano Ronaldo war im Aufgebot, stand sogar von Beginn an auf dem Feld, konnte allerdings noch nicht so wirklich einschlagen. Man sah ihm die Spielminuten der WM noch an und die erste Möglichkeit hatte der FC Bayern München nach 10 Minuten. Arjen Robben ist das, der zum Abschluss kommt, aber noch deutlich zu ungefährlich, der hier nicht das Tor traf. Aber trotzdem war der FC Bayern München deutlich besser als die alte Dame aus Turin. Alaba auf Ribéry, der den Ball nochmal schön auf Alaba bringt und der Abschluss dann letztendlich vielleicht etwas zu überhastet, der dann nur das Außennetz treffen konnte. Doch FC Bayern München nach wie vor die bessere Mannschaft. Dann wagte sich auch mal Juventus Turin nach vorn und Bayern war weit aufgerückt. Das ist Martinez, der den Zweikampf gegen Favilli verliert. Der hat die Übersicht und Bernardeschi ist mitgekommen und macht nach 20 Minuten das unverdiente 1:0. Wie gesagt, der FC Bayern München war spielbestimmend, hatte die Möglichkeiten, hat verpasst, das Tor zu machen und dementsprechend dann folgerichtig, wie es das Sprichwort sagt, fällt dann das Gegentor auf der eigenen Seite. Ulreich ist chancenlos. Der Rekordmeister aus Deutschland eben zu weit aufgerückt. Und spielte aber so weiter. Man konnte ihm spielerisch wirklich keinen Vorwurf machen. Das war eine gute Partie. Und dann Renato Sanches, der wirklich alles gab, zeigen wollte, dass er für FC Bayern München die richtige Wahl ist. Ja, gegen Paris sogar treffen konnte. Hier verfehlte er das Tor noch um ein ganzes Stück. Er ärgerte sich, aber machte wieder eine wirklich ansehnliche Partie. Halbe Stunde jetzt. Etwas überschritten und weiterhin nur die roten Bayern. Das ist Sandro Wagner. Ganz knapp scheitert er da. Der hätte fast den Pfosten zumindest noch geküsst. Juventus Turin war nicht wirklich aufgeräumt in der Defensive im zweiten Durchgang. Hielten sie dann aber mit mehr Angriffen den Ball vom eigenen Tor fern. Und so konnten sie dann sogar mit dem zweiten echten Torschuss auch das 2:0 erzielen. Emre Can, Neuzugang aus Liverpool, konnte den Ball vorbereiten. 51. Spielminute. FC Bayern wusste nicht so ganz, wie ihnen hier geschieht. Da sind sie etwas zu offen über die linke Seite. Da stimmt nicht ganz die Abstimmung. Viele neue Spieler, viele junge Spieler auch eben dabei, wie das bei diesen Turnieren immer der Fall ist. Und so konnten sie dann überrascht werden. Aber der FC Bayern München weiterhin sehr aktiv nach vorne. Und Juve wurde jetzt hinten offener. Warum auch immer. Alaba dann auf Ribéry, der mit seiner Schusstechnik und seiner Qualität hier eigentlich das 2:1 machen müsste, aber scheitert dann ein gewisses Stück an seinen Nerven. Aber Juventus Turin dann auf dem falschen Fuß erwischt nach einem Eckstoß. Da ist Vrid, der hatte gegen Paris gar nicht gespielt und konnte hier das 2:1 machen. 64. Spielminute, FC Bayern München war zurück in dieser Partie. Das war wirklich sehr gut jetzt letztendlich auch gespielt, auch wenn Juventus Turin sehr weit aufgerückt war nach diesem Eckstoß. Beim 2:0 sollte man so eigentlich nicht stehen. Sicherlich ein Augenmerk, dass man darauf legen muss in der Saison, wenn es dann wirklich drauf ankommt. Aber auch da waren eben viele junge Spieler, uneingespielte Spieler dabei. Und das sah man dann letztendlich auch. 20 Minuten waren noch zu gehen. Eigentlich genug Zeit für Bayern noch den Ausgleich zu erzielen. Aber erstmal kam dann wieder Juve. Das erste Mal, dass Ulreich sich auszeichnen konnte. Pjanic über die linke Seite kommend. Hier mit dem Abschluss. Aber kein Problem für den neuer Vertreter. 10 Minuten dann noch bis zum Ende. Bayern versuchte nochmal alles. Und Ribéry kam ja auch nochmal zum Abschluss. Doch der war deutlich zu ungefährlich. Direkt in die Arme vom Juve-Keeper Nummer
3 und in der 90. oder kurz vor der 90. Minute besser gesagt nochmal Sven Ulreich, der sich hier auszeichnen konnte gegen Favilli, hielt das 2-1 fest, brachte nichts. Der FC Bayern verliert, höchst unglücklich, hätten ihre Chancen einfach reinmachen müssen und Juventus Turin war im Abschluss dann letztendlich einfach kälter. Nicht die bessere Mannschaft, aber der Sieger und darauf kommt es ja am Ende dann auch an. Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon im Heinz Field Stadium in Pittsburgh. War durchaus gut besucht, die Partie, auch bei bestem Fußballwetter. Machten sich dann erstmal die Portugiesen auf den Weg nach vorne. 5 Minuten gespielt, sehr gut gemacht. Conti scheitert dann noch. Hitz war wieder von Beginn an im Tor. Zagadou kam nicht mehr rechtzeitig mit, störte da aber noch so ein bisschen und konnte dann vermutlich damit das 1:0 verhindern. Aber Benfica Lissabon gehörte hier die Anfangsphase. 10 Minuten gespielt und dann der unglückliche Conti, der ein bisschen im Ball stand. Aber Zagadou war auch noch dabei. Durchaus gute Partie vom jungen Innenverteidiger bei Dortmund. Nach einer Viertelstunde dann auch mal die Schwarz-Gelben nach vorne unterwegs. Und das war gar nicht so ein schlechter Versuch. Ishak legt auf, Brun Larsen schließt ab. Aber noch etwas zu harmlos. Doch die Schwarz-Gelben trauten sich dann immer mehr. Ishak mit der Reingabe auf Pulisic. Und das war ganz knapp. Hätte das 1:0 schon sein können. Es war ein guter Abschluss. Aber dann letztendlich doch nicht ganz platziert genug. Halbe Stunde gespielt. Dortmund nahm mehr und mehr das Zepter. War ein Spiel bestimmt. Und Brun Larsen mit dem nächsten Abschluss hätte es wieder sein können. Der hätte gepasst, schön angezwirbelt, aber letztendlich mit zu wenig Druck im Fuß. Aber direkt im Anschluss die nächste Möglichkeit. Lukas Piszczek, der Pole mit aufgerückt, der rechte Verteidiger. Es war eine wirklich durchaus unterhaltsame Partie. Einzig und allein das Tor fehlte noch auf der Anzeigentafel. Und Benfica wollte das kurz vor der Pause dann ummünzen. Diese Unachtsamkeit im Hintermannschaftsverbund bei Dortmund. Aber Hitz setzt sich auf den Ball drauf und kann ihn dann unter sich begraben. Wir springen in den zweiten Durchgang. Dortmund auch immer wieder mit Möglichkeiten, sogar nach Standards, durchaus in der Lage, Gefahr zu verbreiten. Flankenball kommt rein und Zagadou mit dem Kopfball geht dann knapp links vorbei. War keiner mehr dran. Wenn da am zweiten Pfosten einer steht, hätte es noch brenzlicher werden können für Benfica Lissabon. Dazu kam es aber nicht. 5 Minuten später Benfica auch weiter gewillt, hier Alarm zu machen. Schmelzer schmeißt sich in den Ball und konnte so Schlimmeres verhindern. Wiederum 5 Minuten später, Benfica Lissabon hatte jetzt eine richtig gute Phase. Und dann kam dieser Abschluss von Lisandro Lopez. Das 1:0 für ihn, für seine Mannschaft. Neuzugang kann hier direkt stechen. Schön gemacht, gut ausgespielt letztendlich und der Abschluss dann auch ganz vernünftig. Für Hitz dann keine Chance mehr. Aus der kurzen Distanz kann man ihm dann auch keinen Vorwurf machen. Dortmund etwas unsortiert und in dieser Lage sticht Benfica Lissabon mit all der Erfahrung, die sie haben, auch eiskalt zu. Etwas über eine Stunde jetzt gespielt. Dortmund ließ sich von diesem Gegentreffer kaum beeindrucken und kam durchaus gut nach vorne. Sie mussten aber immer wieder zurückgepfiffen werden. Korrekt in der Regel, abseits, auch wenn es knapp war. Es wäre viel mehr möglich gewesen, aber es stand nach wie vor 0:1. Dann kam Marius Wolf, Neuzugang aus Frankfurt, mit diesem super Flankenball. Ishak ist völlig frei in der Mitte, aber wird zurückgepfiffen. 68. Minute, das 1:1 wäre das gewesen, zählte aber nicht. Völlig rechtmäßig, die Flanke von Wolf war à la Bonheur, aber Ishak 1-2 Schritte im verbotenen Raum. Gut rausgerückt dann von Benfica, die aber wirklich ein hohes Risiko ging. Und das wurde bis dahin noch nicht bestraft. Viertelstunde knapp noch zu gehen. Diallo, der Neuzugang aus Mainz, war nach vorne immerhin wieder aktiv. Legte auch einige Bälle nach außen, machte das wirklich gut, einen sehr guten Job. Und hier wurde er selbst nicht belohnt. Dann 10 Minuten knapp vor dem Ende. Brun Larsen, super Partie und dann so ein Abschluss. Es sollte heute schlicht und ergreifend für Dortmund einfach nicht sein. So schien es zumindest. Svila hier mit der nächsten Parade. Abgefälschter Schuss von Diallo. Klasse Reaktion. Den pariert er wirklich grandios. 5 Minuten dann vor dem Ende. Wolf, nächster Abschluss.
aber hier noch nicht geklärt, die Aktion. Dann aber Alpha letztendlich dazwischen. Sergio Gomez, der Neuzugang. Wiederum ärgerte sich, dass der nicht drin war. Aber Dortmund wollte es nicht wahrhaben, wollte hier nicht verlieren. Und nochmal Moderhut, aber das war dann auch zu ungefährlich. Ging dann links am Tor vorbei und so blieb es dann beim 0:1 für Benfica Lissabon. Höchst unglücklich für Dortmund, aber dieser Auftritt macht durchaus Mut für die Zukunft. Das war ansprechend auch von Spielern, die normalerweise nicht in der A11 sind. Dortmund verliert mit 0:1. Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp, ein Duell, das sich auch in der Premier League wiederholen wird. Im letzten Jahr traf man in der Champions League aufeinander, jetzt war es eben der International Champions Cup und der FC Liverpool unter Jürgen Klopp legte hier gar nicht mal so verkehrt los. Man muss Spieler wie Emre Can verknusen, aber Lallana ist sicherlich einer, der diesen Job übernehmen kann. Dann gab es diesen Freistoß nach 6 Minuten aus 23 Metern. Die erste gefährliche Aktion nach vorne von den Reds, aber noch zu ungefährlich, sodass Bravo nicht eingreifen muss. Den guckt er locker über die Latte. 11 Minuten gespielt, Man City das erste Mal auf dem Weg nach vorne. Foden ist das, der auf Mahrez, Riyad Mahrez mit der Vorlage und Diaz macht's dann. Kein Stammspieler, kein Millioneneinkauf, ein junger Zentraloffensiv. Aufgestellter Mittelfeldspieler, der das gut gemacht hat und einen schönen Abschluss da aufs Tor brachte. Keine Chance für Simon Mignolet, der heute im Kasten stand. Direkt abgenommen gegen die Laufrichtung und oben rechts eingeschweißt. Kann man seinen Hut vorziehen, das war wirklich gut gemacht. Aber auch die Vorlage von Mahrez hatte es in sich. Aber grundsätzlich war Liverpool die bessere Mannschaft. Eckstoß von der linken Seite, hereingetreten von Adam Lallana. Da ist Joel Matip, der es da mit einem Kunstschuss versucht. Hätte er vielleicht abheben müssen, aber dafür fehlt auch in gewisser Hinsicht die Beweglichkeit. Es war ein guter Versuch, aber mehr dann auch nicht. Weiterhin die Reds im besseren Vorwärtsspiel. Solong auf Lallana, der wirklich sehr auffällig war. Klasse Schuss. Aber hat das Pech, dass der Ball an die Latte klatscht. Da wäre Bravo machtlos gewesen. Super Schuss. Das 1:1 war eigentlich überfällig. Woodburn dann mit diesem Geniestreich auf Danny Ings. Der bringt den scharf rein. Bravo mit dem Fehler. Und Lallana machte dann auch das 1:1. Der beste Mann auf dem Feld. In der 33. Minute egalisierte er die Führung. Und konnte auf 1:1 stellen. Das ist natürlich ein dicker Bock von Bravo. Das darf ihm nicht passieren. Ein Grund dafür, dass dieser nicht die Nummer 1 ist in seinem Verein. Aber vor der Pause nochmal Manchester City. Humphreys auf Foden. Letztendlich Sané, der Nutznießer. 2:1, 45. Minute. Pep Guardiola freute sich. Sané wurde gerade erst eingewechselt, noch vor der Pause. Erstaunlicherweise. Und dann war die Bude drin, konnte man wohl letztendlich auch nicht mehr verhindern. 50. Minute, Man City noch mit mehr Selbstbewusstsein und Sané etwas zu fahrlässig. Lupft den Ball hier so halb an, hätte er vielleicht mit etwas mehr Konzentration und mit seinem linken Fuß, der ja der stärkere ist, auch noch besser aufs Tor bringen können. Stunde jetzt knapp gespielt, Manchester City weiterhin im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft. Und Luis, der war auch sehr auffällig und Diaz mit dem 3:1, das war ein überragender Auftritt von dem Mann mit der Nummer 55. Da wird sich Pep Guardiola sehr drüber freuen, dass auch ein junger Spieler hier wirklich mitmischen kann in dieser Liga oder zumindest in diesem Cup gegen einen Liga-Konkurrenten. Karius mittlerweile im Kasten stehen, Zukunft ist ja wirklich fragwürdig bei ihm. Und Diaz überlistet ihn, als wäre es nichts. Doch Liverpool gab sich nicht auf. Woodburn ist das auch sehr auffällig, aber es war im Großen und Ganzen zu unglücklich, was Liverpool nach vorne zu bieten hatte. Und Sané ein wirklich auffälliger Punkt. Dann Karius konnte sich endlich mal beweisen. Das wünscht man sich auch so ein bisschen für ihn, dass er endlich mal wieder in die Spur kommt. Bisschen mehr Selbstvertrauen tankt. Und hier musste er dann nicht eingreifen. 12 Minuten vor dem Ende. Dann gab es in der 93. Minute nochmal einen Eckstoß. Diaz kriegt den Ball nicht geklärt, weil er Sané anschießt. Aber auch Wijnaldum kriegt den Ball nicht mehr ins Gehäuse. Manchester City
kann auf voller Linie überzeugen, auch wenn Liverpool einige gute Aktionen hatte und zumindest das Elfmeterschießen hätte erreichen können. Aber so bleibt es dann letztendlich beim Erfolg von Pep Guardiola. Und Jürgen Klopp hat sicherlich noch einiges an Arbeit vor sich. So, das war die Prognose zum International Champions Cup, zumindest für einige Partien davon. Ich weiß nicht, inwiefern ich das für die nächsten Spiele, die da noch so anstehen, auch noch hinbekomme. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja, jetzt kommt dritte und zweite Liga und alles Mögliche. Naja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.